Für mich ist der Handwerker nicht nur einfach ein Handwerker, der ist ein Künstler für mich. Ja. Ja. Und ich muss immer sagen, dass wenn ich die beobachtet habe, wenn über mir im Haus was gemacht haben und ich kam dann ein paar Stunden später wieder und dann war das fertig und dann sah das toll aus. Das gibt doch noch eine Befriedigung heutzutage. Ja, 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 vollkommen recht. Ja, wir Handwerker sind ja auch Künstler. Ja, du kommst, also ich kann jetzt von meinem Gewerk sprechen, als Elektriker, in so einen Rohbau rein. Da war der Maurer da, der hat dann das Ding aufgestellt, das Häuschen. Und du kommst in der Früh rein und es ist gar nichts da. Es ist einfach gar nichts da. So, und dann holst du deine Schlitzfräse raus, ziehst deine Schlitze und fräst deine Löcher, ja, setzt deine Unterputzdosen. Und wenn du abends dann guckst und der Bauherr kommt, ja, dann freut man sich. Ja, dann freut man sich. Der Bauherr freut sich, hey, da ist schon was passiert und so. Und das macht Handwerk aus, ja. Und ich bin wirklich stolz, Handwerker zu sein. Und ich finde wirklich, dass das auch viel, viel mehr unterstützt werden muss und gefördert werden muss. Ja, weil ohne Handwerker, ich sag's immer wieder, würde die Welt stillstehen. Ja, wir hätten alle lange Haare, wir würden zu Hause frieren, wir hätten keinen Strom, wir hätten keine Fliesen, wir hätten keinen Boden. Was willst du ohne Handwerker machen? Ja, also Ralf Möller hat da vollkommen recht. Ich bin voll bei ihm und ich finde das eine geile Sache, dass er sich dafür einsetzt. Mega. Das.